Oh. Ist ja total Ekzekretze. Mann, was machst du denn da? Bist du bemackert? Gar nicht, Alter. Jetzt sind wir wieder gleich. So wie sich das für richtige Freunde gehören tutet. Das finde ich echt kumpelmäßig, was du für mich getan hast. Weißt du was, Alter? Das lassen wir nicht auf uns sitzen. Jetzt, mein Freund! Wir finden diese linke Bazelle von Weihnachtsmann und dann reden wir mit ihm ein paar Takte über Gewährleistung und Kundendienst, na? Wollen wir nicht lieber vielleicht ins Kino gehen oder so? Nix da! Mein bester Freund hat sein Geschenk für mich kaputt gemacht! Das wird mir der Sackträger erklären müssen! Weihnachtslutscher! Hey, sei nicht so hart zu ihm! Mach dir keinen Kopf, mein bester Freund und Hallo, Kumpelstecher! Hallo, mein Kleiner! Möchtest du Süßigkeit? Sag dir das was, Zauselrübe! Sekunde! Redest du mit mir? Du hast mein Geschenk geschrottet! Ist es dir aus deinem dämlichen Schlitten gefallen, oder was? Du bist ja schlimmer als die Post! Naja, aber weißt du, vielleicht hat er ja gar nicht wirklich... Lass den Onkel mal machen, mein bester Kumpelfreund! Ich will nur die Sache mit dem Geschenk klar machen! Moment mal, mein Junge! Das ist ein Missverständnis! Ich bin gar nicht der richtige Weihnachtsmann! Ich bin nur... Das ist die lausigste Loser-Ausrede, die ich je gehört habe! Einfach lächerlich! Weißt du was? Ich bin total enttäuscht! Aber ich schwör's dir! Ich bin wirklich nicht der richtige Weihnachtsmann. Ich mach doch nur Werbung für den Laden da. Ach nee, erzähl doch keinen Schrott, Bimmelmütze. Hilfe, Nikolaus-Kollegen, ich werde Klingelingeling, alte Suffeule, dein Rhythmusgefühl ist ja nicht besonders ausgeprägt. Ich geb dir mal einen Takt vor. Wow. Das ist alles, du alter Geizhals? Tja, es muss schließlich für alle Kinder reichen. Wir wollten mit dir mal ein paar Worte über das Fest der Liebe sprechen. Jede Menge Zauselbärte. Kriege ich jetzt ein Geschenk von jedem von euch? Genau, jeder von uns hat etwas mit dir. Ja. Wow, Alter. Schöne Bescherung. Naja, weiß Deutsch. Ich habe ihn ein paar Bonbons geklaut. Nicht schlecht. Alter, findest du nicht, wir sollten das mal lassen und bis nächstes Jahr warten? Auf aller überhaupt keinsten. Ich mein's nämlich ernst. Also mal Linsen. Weihnachtsmann? Weihnachtsmann? Da ist er. Ich mach mal das. So, dann sind wir da. Ich glaub, wir sollten wirklich nicht... Oh doch, das sollten wir. Habt ihr noch einen Platz für zwei? Kein Problem! Geht das nicht ein bisschen zackiger? Das dauert eben so lange, wie es dauert, mein Herr! Ich zeig dir jetzt mal, wie lange das dauert! Ja. Oh, der pennt tief und fest. Wir machen besser eine Flocke. Der ist müde vom Geschenkeschrott. Keine Angst, mein bester Kumpel. Ich hab alles unter Kontrolle. Hast
du ein Problem? Entschuldigen Sie, Sir, aber mein Kumpel ist ein bisschen stinkig, weil sein Geschenk nicht mehr ganz ist. Untertreib nicht! Das Ding ist totaler Schrott! Ist aber nix Ihre Schuld! Es ist wohl seine Schuld! Dein Geschenk ist also kaputt gegangen. So schlimm ist das doch gar nicht. Ich habe eine ganz tolle Idee. Ich gebe dir einfach ein anderes, weil ich will, dass alle Kinder zur Weihnachtszeit glücklich sind. Zeig doch mal her das Geschenk. Sie sind vielleicht ein bisschen grob damit umgegangen, aber macht ja nichts. Oh, oh. Das war eindeutig eine Ente. Ich hab's nicht mit Absicht gemacht. Oh. Ich wollte sagen, ich war's nicht. Das musst du mir glauben, Geekstar, mein Kumpel, mein bester Freund. Na, Jungs, ich will keinen Streit am heiligen Abend. Los, nun gebt euch die Hände, so wie richtige Freunde. Möchtest du nun ein anderes Geschenk oder nicht? Ich habe zwar nicht mehr die Geschenke, die ihr euch gewünscht habt, aber glaubt mir, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Ein kleines Dankeschön wäre ja nett gewesen. Wow, Skates aus echtem Kristallglas, das hat ja Stil. Und was hast du abgegriffen? Boah, krasse Lotte, ich bin richtig neidisch. Hoffentlich funktioniert's. Ich würd's gleich mal abtesten. Yo, das funktioniert ja super. Na dann noch viel Spaß mit deinem Geschenk. Fröhliche Weihnachten, bester Kumpelfreund. Fröhliche Weihnachten.